Ein Hallo und willkommen zurück zu Batman Arkham City. Ja, im letzten Part haben wir Talia getroffen, wir haben die Prüfung von Ra's al Ghul bestanden, haben gegen ihn gekämpft und ja, Talia sieht ja verdammt heiß aus und naja, egal, gut, das haben wir alles gemacht. Wenn ihr den Part noch nicht gesehen habt, dann würde ich empfehlen, schaut ihn euch an. Okay, wir machen uns jetzt auf die Suche nach, ich weiß es nicht, was überhaupt, wir müssen zu Freeze zurückkehren, ins GCPD-Gebäude, ins Museum, glaube ich, war das, ja, ins Museum, gut. Müssen wir denn jetzt hier auch komplett wieder so raus? Da bin ich flexibel. Ja, okay. Nehme jetzt auf. So. Gut, ja. Okay. Aber ich glaube, wir gehen hier. Genau, wir gehen erst zurück zu dem Typen, der uns ja die Titan-Formel da geben wollte. Aber kommen wir hier echt nicht anders raus? Was ist das denn da? Eine Geheimtreppe. Ich glaube, die benutze ich doch mal, oder? Dann müssen wir nicht den ganzen Weg entlang gehen, oder? Ist das hier Geheimtreppe? Eine Geheimtreppe. Eine Geheimtreppe. Von da. Nach da draußen. Okay. Das interessiert mich jetzt aber mal. Eine Geheimtreppe. Gut, und von wo? Von hier aus. Ich sehe aber keine. Nö. Komisch. Naja, egal. Gut. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber anscheinend müssen wir völlig normal aus dem Gebäude. Oder, ach nee, hier gibt's noch. Ah ja, geil. Hier gibt's noch was. Klasse. Ich glaube, so kommen wir auch hier raus. Hoffe ich doch mal. Oh, ach ja, genau. Cool. Super. Ja, von hier können wir ja direkt kommen. Da nehmen wir direkt eine tolle Abkürzung, glaube ich. Ich glaube, die Wand konnten wir sprengen? Konnten wir das? Ich weiß es gar nicht. Ich teste es mal. Oder habe ich die noch nie gesehen? Gut. Das scheint mit irgendwas verbunden zu sein. Boah, kein Plan. Egal, gut. Gehen wir weiter raus. So. Gut. Okay, jetzt sind wir wieder hier. So. Eine Entdeckung, die es Gotham erlauben würde, sich wie Lazarus zu erheben und zum Sinnbild der Hoffnung zu werden. Ah, nett. Gut. Aufgang der Menschen. Trittet näher. Seht die Zukunft von Gotham City. Nee, danke. Gut. Dann gehen wir mal hier raus. So. Wie kamen wir denn nochmal hier raus? Ja, gute Frage, würde ich sagen, ne? Gute Frage, nächste Frage. Wie kamen wir hier nochmal raus? Ich glaube, von da irgendwo, ne? Ja, ja, genau. Von da. Genau, hier war ja auch die süße Ärztin. Gut. Kann man nochmal mit dir reden? Kurz vor Schichtende kam ein Patient rein, der die gleichen Symptome aufwies wie Joker. Und wenn ich dich so ansehe, siehst du auch nicht gerade gut aus. Nee, sehe ich auch nicht. Okay, gut. Du bleibst also einfach sitzen. Naja, wie du meinst. Gut. Wenn dir das da gefällt, dann bleib mal hier. Oh, hallo. Was denn hier? Eigentlich will ich ja hier wieder raus. Ja. Mann, ich will eigentlich aus diesem Gebäude verschwinden. Scheint mir nur etwas schwieriger als gedacht. Wo geht's denn hier raus? Ja, hier ist der Ausgang. Irgendwie ja not und so. Hä? Bin ich zu blöd, wieder aus dem Gebäude zu fliehen, oder? Hä? Ach so, kann man das wegsprengen, oder? Nö. Hä? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ist ja auch mal gut. Das heißt, es muss hier irgendwie einen anderen Weg geben.
Weil so kann ich mir das nicht vorstellen. Wo ging es denn hier nach draußen? Echt zu blöd, einen Ausgang zu finden. Oder ging es hier irgendwie rein? Nee. Ja, klasse. Neid ist mal wieder zu doof, einen Ausgang zu finden. Ich hab doch echt Skill. So, hier ist doch das Einzige, wo man entlang kann. Er ist doch echt Käse. Bin ich denn zu doof, hier rauszukommen, oder wie? Da unten ist auch noch eine Türe, ja, aber ich glaube nicht, dass wir da raus müssen. Nee, da geht's ja wieder zurück. Ach, hier geht's noch irgendwo entlang. Ich wette, wir müssen dann hier irgendwo entlang. Hm. Könnte ich mir gut... Oh, was sehe ich denn da? Ein Riddler-Rätsel. Perfekt. Oder eine Riddler... Ach, nicht Riddler-Rätsel, eine Riddler-Trophäe. Gerechtigkeit der Straße. Gut. Wo geht's denn hier entlang? Ja. Irgendwie nirgendwo hin, wo wir raus könnten. Ne. Ist irgendwie alles nichts? Hä? Ich bin da echt zu blöd, einen Ausgang zu finden, oder? Oh, was ist das denn hier? Hä? Ich finde den Ausgang nicht. Das ist unglaublich, wie dumm ich bin. Ja, da geht's nur entlang. Das ist die einzige Stelle, wo ich jetzt gerade mal denke, dass es da rausgeht. Ach nein, da oben geht's, glaube ich, noch weiter. Oder täusche ich mich? Ja, hier ging's weiter. Okay. Mann, bin ich doof, ey. Gut, ja. So. Ah, brauche ich dir erstmal eine Dreiviertelstunde, bis ich das gefunden habe, ey. Ist ja unglaublich mit mir. Gut, muss ich da entlang? Es scheint mir so. Yo, so, jetzt glaube ich, sind wir draußen. Endlich. Mann, ey. So dumm, um einen Ausgang zu finden. Und die Ärztin bleibt jetzt einfach drin. Das ist ihr neues Zuhause. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Wow. Okay. Dauert ja echt nicht mehr lange. Ach, Alter, die sind echt, ne, dem antworte ich jetzt echt nicht. Mich einfach an... Oh, hier waren wir schon mal. Mich einfach anzuschreiben, wenn ich hier aufnehme. Wie findest du Just Cause 2? Ja. Oh, was stehen denn hier Typen rum? Wir müssen uns nur neu gruppieren, dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Der Typ ist auch ein bisschen blöd, dass er nicht weiß, dass ich aufnehme. Aber naja, solche Leute soll es ja auch geben. Fledermaus hat mich reingelegt, Jungs. Tötet ihn, wenn ihr ihn seht. Und bringt mir das Heilmittel zurück. Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Tja, Joker, du kannst jetzt das nicht mal zu Ende sprechen. Da habe ich schon 2 deiner Leute ausgenommen. Wow, warte, warte, warte. Hey, Kollege. Schnürschuh, hä? So aber nicht. Gut, irgendwo ist hier noch ein Fuzzi mit dem Störsinn. Nach da oben. Ach da, okay, gut. Tag. Hörst du wohl auf? So, komm mal her. So. Gute Nacht. Da ist jetzt... Wow, da sind noch ziemlich viele. Tja, Kollegen. Aber ich möchte gar nicht mit euch plaudern. Ich würde sagen, dann verdufte ich mal von dir. Oder? Hm. Würde ich mal sagen, oder? Ich habe keine Lust, noch nähere Bekanntschaft mit euch zu machen. Du kannst mich! Jetzt ist jeder auf sich gestellt! Tschö, viel Spaß noch! Ich glaube, ich habe gehört, wie sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat! So. Blutpfütze trägt. Oh, warte! Damit Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses ganze Zeug gekommen? Die Fledermaus ist hier! Ah, so geht das also. Oh Mann, da muss ich echt nochmal üben jetzt erstmal. Durch die ganzen Kontersachen, die es da gibt. Gut, schalte ich erstmal den aus. Oh Mann, die unterbrechen mich immer, die verdammten Penner. Wenn ich die auf dem Boden ausschalten will, kommen die immer und dann unterbrechen die mich damit, ey. Und jetzt hört auf damit. So, du erstmal. Jetzt gibt's für dich noch was Saures. So.
Ja, komm, Batman, da ist der Typ. So. Wünsche angenehme Träume. So. Ist ja wohl nicht zu fassen. Gut. Joker lässt aber auch echt nicht locker, das muss man sagen. Oh, oh, was haben wir denn da gefunden? Ja, hallo. Und ich höre so Joker-Klapperzähne. Eine Riddler-Trophäe. Ja, super. U-Bahn-Station. Klasse. Wenn ich mich nicht alles täusche, habe ich hier so eine Klapperzähne gehört. Eine neue Sprachnachricht. Die hören wir uns jetzt aber nicht an. So, geht doch. Zahn kaputt. So. Raus hier. Doch. Mieser Frame-Einbruch. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Lauft ihr zu Joker über, bleibt ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Wie komme ich jetzt hier raus? Von hier? Ach ja, jetzt kommt wieder die Sache. Der liebe Knight weiß nicht, wo es rausgeht. Ich darf mich echt im echten Leben nie verlaufen. Finde ich ja nie wieder zurück. Glaube ich. Zumindest so. Gut, geht's nicht hier da hinten irgendwo raus? Nee, da geht's ja nicht raus. Alter, ich bin echt zu doof, ey. Das ist unglaublich. Gut. Da stehen Typen. Gut. Kann mir wer verraten, wie ich da auch hinkomme? Ach, da ist so eine, so ein Scha... Oh. So komische Zähne. So, geht doch. Vielleicht komme ich ja hier so da durch. Ich denke mal schon. Eine andere Möglichkeit kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Scheint mir richtig, oder? Oh, und wie war es so in der Iceberg Lounge? Hab gehört, dass ihr da Stripperinnen, Freigetränke und auch sonst alles vom Riddler-Trophäe bekommen habt. Kommt, mir könnt ihr es erzählen. Höllentor, gut, yo, dann. Bam, gute Nacht. Wow, wow, Hallöchen, Kollegen, na? Was ist das denn hier? Gruppenorgie unter Männern. So, um den Riddler-Typen kümmere ich mich aber später. Wow, was macht ihr da? So, dann kommt mal her. Gut, die Schildtypen weiß ich ja, wie ich die jetzt ausschalte. So. Hast du Angst, Batman? Nee, nicht wirklich. Du? So. Gut, dann kommt mal her. Dann kommst du auch mal her. Ich kann dich mal in Flammen aufgehen lassen. Gut. Scheiße. Hier wird für dich Endstation sein. Heute Nacht stirbst du, Fledermaus. Oh, ist der Riddler-Typ schon K.O.? Ich hoffe doch nicht. Gut, so, verhören wir dich mal. Du sagst mir jetzt alles, was du über Riddler weißt. Riddler? Ja, kein Problem. Danke. Danke. So, gut. Da ist der Ausgang. Dann auf nach draußen. Aber was hört denn der liebe Alex da? Ein Joker-Gebiss. Oh, Riddler-Herausforderung geschafft. Supi. Dann hacken wir das mal. Eine unserer leichtesten Übungen. Um hier wieder rauszukommen. Gut, da öffnet sich auch was. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da ist. Gut. Ach nee, hier waren wir schon mal. Hier haben wir schon mal was rausgeholt. Gut, aber auf der anderen Seite waren wir noch nicht. Denke ich mal. Dann gehen wir mal hier raus. Oh, obwohl, macht sich nicht wirklich was. Während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht.
Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Oh, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Gut, frage Quincy Sharp, um Informationen über Hugo Strange zu erhalten. Gut. Yo. Es ist Batman! Ja, ich gehe wohl lieber mal in Deckung. So. Gut, ja. Dann gucke ich jetzt mal, was wir eigentlich machen können. Genau, wir wollten zu Dingens zurück. Hier zum... Ach, wo ist denn der Typ? Genau, hier zu dem wollten wir zurück. Zu Bane. Wegen den Titanbeltern machen wir uns auf die Socken dahin und dann beende ich den Part. Geht endlich an das verdammte Telefon. Gut, die reden über diesen Typen da, der uns immer zum Telefon schickt. Da hinten ist das Bat-Symbol, da müssen wir hin. Und dann werden wir uns mal auf die Socken dahin machen. So. Weißt du, was ich hasse? Miese kleine Dreckstücke wie dich. Sieh dich an! Hast Schiss und heulst. Wie peinlich. Ja, okay, das ist wieder so ein politischer Gefangener. Es ist nicht meine Schuld. Außer dir sehe ich keinen. Aber ich durfte gar nicht hier sein. Ich arbeite für eine Beratungsfirma. Ich repariere Alarmanlagen. Ha! Und jetzt sitzt du im größten Gefängnis des Landes. Ironie des Schicksals. Hör zu, ich gehe es langsam an. Ich breche eine Rippe oder einen Finger, nichts Größeres. Aber wenn du mich nochmal hängen lässt, gibt's keine Ausreden. Dann ist dein Auge oder deine Zunge dran. So, komm mal her, Kollege. Hier, du lässt es mal schön sein, hier diesen Gefangenen da irgendwie hier anzugreifen. Gut. Politischen Gefangenen befreit. Super. Wir sind doch echt so sozial. Gut, wir haben jetzt aber, glaube ich, 3 Optionsziele, oder? Ich meine, wir können... Ah, nee, wir müssen erst zu Quincy Sharp. Danach können wir erst zu Freeze. Okay, ich dachte jetzt gerade, wir könnten uns zwischen den 3 Optionen entscheiden. So. Gut, ja, die Riddler-Herausforderung haben wir schon gemacht da. Wo ist denn jetzt das Bat-Symbol? Ich sehe es gerade gar nicht. Batman gesichtet. Ja, schön, ihr Tigerwachen. Gut. Wo ist das Bat-Symbol? Da hinten, gut. Ich sehe es gar nicht mehr, aber in der Luft. Gut. Ach, da hinten. Ah, okay, da ist es. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Bane, wir kommen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es da reingeht. Oh, da ist aber ein Joker-Ballons, die will ich zerstören. Gut, komm mal her, Joker-Ballons. Komm mal her. Batman. Nein! Doch, so geht's auch. So kann man die auch zerstören. Gut, wie kommen wir jetzt nochmal da rein? Wie ging das nochmal? Ging das darüber? Och, vielleicht geht das ja. Ah, gut, so geht's auch. Gut. Nein, ich will dahin, verdammt. Mann. Wieso kann man da nicht rein? Ja, okay, dann jump dich halt so hoch. Geht natürlich auch. So, ich will das die Riddler-Trophäe haben. Denn wir sind gleich Level auf. Oh, wir sind Level auf. Cool. Nice. Level auf, juhu. Gut, dann machen wir hier mal direkt das letzte Upgrade zu unserer Panzerung für Nahkampfschäden. Super. Perfekt. Jetzt sind wir da auch top gerüstet. Und da hinten müsste es reingehen. Genau. Oh, und da ist noch so ein Riddler-Informant. Wie toll. Aber ich glaube, den schalte ich vorher mal Stealth aus. Weil der hat eine Schusswaffe und die kann der mal schön liegen lassen. Ach, hier Schmetterangriff. So. Hab keinen Bock, dass das jetzt so lange dauert. Hier, Riddler-Typ. Hallo, ich bin's. So, verhören. Komm mal her. Sag mir, was ich wissen will, sonst werde ich dir wehtun. Bitte, tu mir nichts! Ich rede! Natürlich tust du das. Danke
für diese Informationen. Hallo Bane, wir sind zurück. Du bist unser Zuckerstück. Das hat sich gereimt. Und ich kann noch mehr. Aber ihr müsst kurz dranbleiben, dann geht's weiter mit dem Nightmare. Und wieder zurück. So, Bane, Hallöchen. Wo bist du? Ah, da. Tag. Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut, da. Auf den Boden, Gefangener! Los! Hilf mir, Batman! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Marionetten das Titan stehlen! Was sind das denn für Hampelmänner jetzt? Sieht ja mal ganz anders aus als die Gefangenen. Ah, das wird lustig. Ich freue mich. Du dringst in mein Zuhause ein? Dann kommt mal her, ihr Schnuckis. Ich schick dich in Einzelteilen zu deinem Herrn zurück. Geh mir aus dem Weg, Batman. Ich will dir da nur helfen. Bane besiegt niemand. Gut, dann kommt mal her. Alter, das ist richtig lustig, diese Flashmobs. Euch nehme ich auseinander. Meine Güte, sind die hartnäckig, ey. Ist unglaublich. So, was mit euch? Wie gesagt, ich habe meine vernichtet. Ich nehme an, du hast das auch getan. Ja, das könnte man sagen. Titan ist zu mächtig, um meinen Gegnern in die Hände zu fallen. Ich brauche es für mich. Jetzt sei so nett und stirb! Nein! Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Bane. Daher habe ich dich benutzt. Was? Ganz einfach. Du hast das restliche Titan gefunden. Jetzt kann ich es zerstören. Halt! Oh. Es tut mir jetzt aber schrecklich leid für dich. Ich weiß es eigentlich. Bitte. Warum bitte? Ganz ehrlich. Du brauchst das Titan nur für dich selber, damit du wieder so stärker wirst. Es war so klar, dass du mich austricksen willst. Ach, kann ich? Muss ich erst 3 Stück zerstören? Gut. Oder reicht das schon, die Explosionsrate? Gut, dann sind die jetzt dran. Aber das läuft zu reibungslos. Ich meine, der lässt sich doch von so einem Gitter nicht aufhalten, oder? Nee, nicht kein zweites da dran. Oh. Gut. So. Nein! Oh, es tut mir jetzt aber schrecklich leid. Ja, was soll denn das jetzt werden? Hm? Charaktertrophäe freigeschaltet. Oh, ja. Sorry, Bane, aber ich meine... Na, was sollte ich da nur machen? Also. Hab dich gewarnt, Bane. Befrei mich! Nein, du kommst irgendwann frei. Mir fehlt die Zeit, auch noch gegen dich zu kämpfen. Nein! Sorry, ne, aber. Ach, du kommst hier schon raus. Sowas hält dich doch nicht auf, oder? Komm, viel Spaß noch. Tüdelü, war nett, mit dir gesprochen zu haben. Wie komme ich da dran? Ich will das haben. Ja, cool. Habe ich. Yay. Gut, gut. Raus hier. Und dann würde ich sagen, Bändchen Part. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Und dann werden wir mit dem Professor sprechen. Bis dahin. Ciao, Leute.